Und auch China hat sich jetzt in den Konflikt zwischen dem Iran und Israel eingeschaltet. Außenminister Wang Yi telefonierte mit seinen Amtskollegen aus dem Iran und Saudi-Arabien. Anschließend hieß es, Teheran sei bereit, sich zurückzuhalten. Gemeinsam mit Saudi-Arabien will Peking versuchen, die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen. Israel will jedoch den iranischen Großangriff nicht unbeantwortet lassen. Noch wurde über das Wie und auch über das Wann offenbar noch nicht entschieden. Generalstabschef Halevi sagte, auf den Angriff des Mullah-Regimes auf Israel mit so vielen Raketen werde eine Reaktion fordern. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.